Allah Azza wa Jal hat dir nicht nur aufgetragen, in der Moschee gut zu sein. Nein, Allah Subhanahu wa Ta'ala hat dir aufgetragen, überall gut zu sein. Und wir werden gleich, inshallah ta'ala, zu den Vorteilen kommen, wenn man einen guten Charakter hat. Liebe Geschwister, das ist eine gefährliche Sache. Du kannst nicht die Religion trennen vom Charakter, vom guten Benehmen. Du kannst das nicht voneinander trennen. So sagte Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, man zada alayka fil khuluq, faqad zada alayka fil din. Derjenige, der mit viel Charakter zu dir gekommen ist, so ist er auch mit viel Religion zu dir gekommen. Weil Charakter und Religion gehören zusammen. Unsere Gelehrten sagen, wie kann das sein, dass wir in unseren Moscheen, sagen die Gelehrten, Leute sehen, die ab und zu mal beten kommen und die einen viel besseren Charakter haben als Leute, die Tullabul Ilm sind, die Leute des Wissens sind. Ey Wallah, und das sehen wir. Leute hören jeden Tag eine Ayah, hören jeden Tag ein Hadith, aber schau seine Zunge, wie scharf sie ist. Der sagt zu dem, der ist Kafir, der sagt zu dem, der ist ein Heuchler, der sagt zu dem, der ist ein Fasiq, der sagt zu dem, du bist so und so und deine Mutter, und wir hören, wie sie reden miteinander. Und dieser hört Koran, und dieser hört Hadithe, und er ist in der Moschee. Und wenn du ihn siehst, dann sitzt er so, demütig. Aber Allah subhanahu wa ta'ala bringt heraus, was in seinem Herzen ist, und die Zunge wird es letztendlich aussprechen. O Diener Allahs, trenne niemals zwischen der Religion und dem Charakter. Manche Leute, wenn du sie fragst, was ist das Urteil über das Gebet? Er sagt dir Pflicht. Was ist das Urteil über das Fasten? Er sagt dir Pflicht. Ja, Achi, es ist auch verpflichtend, dass du einen guten Charakter hast. Das ist verpflichtend. Ansonsten hast du der Religion die Schönheit genommen. Du hast die gesamte Schönheit der Religion genommen. Oder glaubst du, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war so wie einige von uns mit der Zunge? Du hast gesehen, dass er immer seine Zunge gezügelt hat. Alayhi salatu wasalam. Du hast gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals mit seiner Hand jemanden geschlagen hat, außer im Krieg. Aisha radiallahu anha berichtete, niemals hat er jemanden geschlagen, weder eine seiner Ehefrauen, noch eine seiner Bediensteten, noch hat er sogar ein Maultier, auf dem er geritten ist, geschlagen. Hada Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, so war sein Charakter. Wenn wir von ihm das Gebet nehmen, dann müssen wir auch seinen Charakter nehmen. Denn es gibt Leute, der sagt, ja, Charakter ist so schwer und ich muss mich anstrengen. Das ist der Dschihad. Das ist der tatsächliche Dschihad. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über diesen Dschihad, die Überlieferung ist bei Tirmidhi, er sagte, Al-Dschihad, und das ist der wahre Dschihad, er sagte, man jahada nafsa wa hawa fi dhati Allah azza wa jal. Derjenige, der sein Nafs, seine Seele reinigt und bessert, und derjenige, der sich abmüht gegen sich selber, das ist der wahre Mujahid, dieser müht sich ab auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich, es ist leichter zu beten, als seinen Charakter zu ändern. Richtig. Aber was bedeutet das, dass du betest, aber einen schlechten Charakter hast? Höre, was Allah azza wa jal sagt im Koran. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Eigentlich, wenn du betest, solltest du abgehalten werden von diesen Sachen. Aber dass du betest und das Schändliche und Abscheuliche machst, bedeutet nichts anderes, als dass das Gebet bei dir keine Wirkung gezeigt hat. Keine Wirkung. Wir haben gebetet mit dem Körper, aber mit der Seele waren wir nicht dabei. Daher verstehe diesen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal gefragt wurde, inna fulanatan taqumu al-layl wa tasumu an-nahar wa taf'al wa tatasaddaq. Eine Frau, so wurde über sie berichtet, sie betet in der Nacht und sie fastet am Tag und sie macht Gutes, sie liest Koran, sie gedenkt Allahs azza wa jal und sie spendet. Wa tu'dhi jiranaha bi lisaniha, aber am Tage schadet sie den Nachbarn mit der Zunge. Sie lästert über sie. Sie redet Übles über sie. Schaut mal, was sie alles gemacht hat an Taten. So viele Taten, aber am Tage lästert sie über ihre Nachbarn. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? La khayra fiha hiya min ahlin nar. Es gibt nichts Gutes an der Frau. Sie gehört zu den Leuten des Höllenfeuers. Wallahi al-Azim. Als ich diesen Hadith einmal studiert habe, sagte ich zu mir, diese Frau macht noch vieles an Taten. Wir machen nicht diese Taten und haben ihre üble Zunge. Wenn sie mit diesen vielen Taten in das Höllenfeuer kommt, wo kommen wir hin? Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen bessern. Allahumma amin. Und eine gegensätzliche Überlieferung, und jetzt komme ich zum Vorteil, wenn du einen guten Charakter hast, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina
la yudriku bi husni khuluqi darajat al-qa'im as-sa'im. Wahrlich, der Gläubige, er erreicht mit seinem guten Charakter die Stufe im Paradies. Die Stufe im Paradies von einem, der jeden Tag fastet und jede Nacht durchbetet. Schau, subhanallah, dieser erreicht das, obwohl er nicht viele gute Taten hatte, sondern seine gute Tat war, dass er natürlich seine Pflichten gemacht hat, aber hauptsächlich hat er einen guten Charakter gehabt. Die andere Frau, sie macht so viel an Gutes, sie macht so viel an Gutem und schaut, ihre Endstätte ist Jahannam. Es geht nicht darum, dass du 100 Raka am Tag beten musst. Wallahi al-Azim, darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass du 100 Seiten vom Koran lesen musst. Es geht darum, dass du deine Pflichten machst und einen guten Charakter hast. Und wer einen guten Charakter hat, so soll er wissen, und das ist ein Versprechen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, so ist das der häufigste Grund, warum du in das Paradies hereinkommst. Und daher, Ikhwa, ermahne ich mich und euch, wir sollen nicht zu Männern gehören, die ihre Frauen schlagen. Wir sollen nicht zu Männern gehören, die Unrecht machen an andere Leute, die schwächer sind als wir. Das ist leicht. Jeder kann das. Aber die Frage ist, was wird Allah mit dir machen morgen? Denn er ist mächtiger als du. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einen geraden Weg befestigen. Möge Allah azza wa jalla uns gute Charaktere geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht vom Weg abirren lassen.